So ist es, mein Freund, antwortete sie. Ich kenne den jungen Rechtspraktikanten Dr. Goethe aus der Gewandsgasse zu Wetzlar. Den weimarischen Staatsminister, den großen Dichter Deutschlands, habe ich nie mit Augen gesehen. Es übernimmt einen, hauchte Macher. Es übernimmt den Menschen, Frau Hofrätin. Und so sind denn Frau Hofrätin nun also nach Weimar gekommen, um? Ich bin, unterbrach ihn die alte Dame, etwas von oben nach Weimar gekommen, um nach vielen Jahren meine Schwester, die Kammerrätin Riedel, wiederzusehen und dir auch meine Tochter Charlotte zu bringen, die aus dem Elsass, wo sie lebt, zu Besuche bei mir ist und mich auf dieser Reise begleitet. Mit meiner Jungfer sind wir zu dritt. Wir können meiner Schwester, die selbst Familie hat, nicht als Logiergäste zur Last fallen. So sind wir im Gasthofe abgestiegen, werden aber schon zu Tische bei unseren Lieben sein. Ist er es zufrieden? Wie sehr, Frau Hofrätin, wie sehr! Obgleich wir auf diese Weise darum kommen, die Damen an unserer Table d'hôte. Herr und Frau Kamerad Riedel, Esplanade 6. Oh, ja, ich weiß, die Frau Kammerrätin ist also eine Geborene. Aber ich wusste es ja. Die Verhältnisse und die Beziehungen waren mir ja bekannt, nur dass ich sie mir nicht gegenwärtig... Du Grundgütiger, die Frau Kammerrätin befand sich also unter jener Kinderschar, die Frau Hofrätin im Vorsaal des Jagdhauses umdrängten, als Werther dort zum ersten Male eintrat und ihre Händchen nach dem Vesperbrot streckte, welches Frau Hofrätin... Mein lieber Freund, fiel Charlotte ihm wieder ins Wort, es gab keine Hofrätin in jenem Jagdhause. Bevor Sie nun auch unserem Klärchen, das darauf wartet, gefälligst Ihr Kämmerlein zeigen, sagen Sie uns lieber, ist es weit von hier nach der Esplanade? Nicht im geringsten, Frau Hofrätin. Eine Kleinigkeit von einem Wege. Bei uns in Weimar gibt es dergleichen wie weite Wege nicht. Unsere Größe beruht im Geistigen. Ich selbst bin mit Freuden erbötig, die Damen vor das Haus der Frau Kammerrätin zu geleiten, wenn dieselben nicht vorziehen, sich einer Mietskutsche oder Portechaise zu bedienen, woran es in unserer Residenz nicht mangelt. Aber noch eins, Frau Hofrätin, nur dieses eine noch, nicht wahr? Wenn auch Frau Hofrätin in erster Linie zu Besuch von der Frau Schwester nach Weimar gekommen sind, so werden Frau Hofrätin doch zweifellos Gelegenheit nehmen, auch am Frauenplan? Das findet sich, mein Lieber, das findet sich. Mach er nun und bringe die Mamsell hier in dem ihren unter, denn ich werde sie baldigst brauchen. Ja, und sag er mir unterwegs, zwitscherte die Kleine, wo der Mann wohnt, der den herrlichen Rinaldo geschrieben hat, das touchante Romanbuch, das ich wohl schon 5-mal verschlungen, und ob man ihm wohl, wenn man Glück hat, auf der Straße begegnen kann. Soll geschehen, Mademoiselle, soll gern geschehen, erwiderte Macher zerstreut, indem er sich mit ihr zur Tür wandte. Aber hier tat er sich noch einmal Einhalt, stemmte bremsend ein Bein auf den Boden und hielt der Balance halber das andere in die Luft. Auf ein Wort noch, Frau Hofrätin, bat er, auf ein einzig letztes und rasch zu beantwortendes Wörtchen. Frau Hofrätin müssen begreifen, man steht unverhofft vor dem Urbilde. Es ist einem beschieden an der Quelle selbst. Man muss es wahrnehmen, man darf es nicht ungenutzt. Frau Hofrätin, nicht wahr? Jenes letzte Gespräch vor Werthers Abreise, jene herzaufwühlende Szene zu dritt, wo von der seligen Mutter die Rede war und von der Todestrennung, und Werther Lottens Hand festhält und ausruft, wir werden uns wiedersehen, uns finden, unter allen Gestalten werden wir uns erkennen. Nicht wahr, sie beruht auf Wahrheit, der Herr Geheime Rat hat's nicht erfunden, es hat sich wirklich so zugetragen? Ja und nein, mein Freund, ja und nein, sagte die Bedrängte gütig mit zitterndem Kopfe. Geh er nun, geh er. Und der Aufgeregte enteilte mit Klärchen dem Kätzchen. Charlotte seufzte tief auf, indem sie sich des Hutes entledigte. Ihre Tochter, die während des vorangegangenen Gespräches beschäftigt gewesen war, ihre und ihrer Mutter Kleider ins Spind zu hängen und den Inhalt der Necessaires auf dem Toilettentisch, dem Simsen der Waschtischchen zu verteilen, blickte spöttisch zu ihr hinüber. »Da hast du«, sagte sie, »deinen Stern entblößt. Der Effekt war nicht übel.« »Ach, Kind«, erwiderte die Mutter, »was du meinen Stern nennst, und was mir ein Kreuz ist, wobei es ja immerhin ein Orden bleiben mag, der kommt zum Vorschein ohne mein Zutun, ich kann's nicht hindern und ihn nicht verbergen. Ein wenig länger, liebe Mama, wenn nicht für die ganze Dauer dieses etwas extravaganten Aufenthaltes, hätte er allenfalls verhüllt bleiben können, wenn wir doch lieber bei Tante Amalie logiert hätten, anstatt im öffentlichen Gasthofe. Du weißt sehr gut, Lottchen, dass das nicht anging, dein Onkel, deine Tante
und deine Cousinen haben keinen Überfluss an Raum, ob sie auch, oder eben weil sie, in vornehmer Gegend wohnen. Es war unmöglich, ihnen zu drei Personen ins Haus zu fallen und sie, sei es auch nur für einige Tage, zum unbehaglichsten Zusammenrücken zu zwingen. Dein Onkel Riedel hat sein Auskommen als Beamter, aber es haben ihn schwere Schläge getroffen. Anno 6 hat er alles verloren, er ist kein reicher Mann und es würde sich keineswegs für uns ziemen, ihm auf der Tasche zu liegen. Dass es mich aber verlangt, meine jüngste Schwester, unsere Mali, endlich einmal wieder in die Arme zu schließen und mich des Glückes zu freuen, das sie an der Seite ihres wackeren Mannes genießt, wer will mir das verargen? Vergiss nicht, dass ich mich diesen lieben Verwandten vielleicht sehr nützlich erweisen kann. Dein Onkel macht sich Hoffnungen auf den Posten eines großherzoglichen Kammerdirektors. Durch meine Verbindungen und alten Freundschaften kann ich möglicherweise hier an Ort und Stelle seine Wünsche wirksam befördern. Und ist nicht der Augenblick, wo du, mein Kind, nach 10-jähriger Trennung wieder einmal an meiner Seite bist und mich begleiten kannst, der Allergeschickteste für diese Besuchsreise? Soll das eigentümliche Schicksal, das mir zuteil geworden, mich hindern dürfen, den rechtmäßigen Trieben meines Herzens zu folgen? Gewiss nicht, Mama, gewiss nicht. Wer konnte auch denken, fuhr die Hofrätin fort, dass wir sogleich würden einem solchen Enthusiasten in die Arme laufen, wie diesen Ganymedes im Backenbart. Da beklagt sich der Goethe in seinen Memoirs über die Plage, die er immerfort mit der Neugier der Leute gehabt, welches die rechte Lotte denn sei und wo sie wohne, und dass er sich vor dem Zudrang durch kein Inkognito habe schützen können, eine wahre Penitenz nennt er es, glaube ich, und meint, wenn er sich denn versündigt habe mit seinem Büchlein, so habe er die Sünde büßen müssen gründlich und über Gebühr. Aber da sieht man's, dass die Männer und die Poeten nun gar nur an sich denken, denn er bedenkt nicht, dass wir die Neugiersnot auch noch auszustehen haben wie er, zu allem anderen dazu, was er uns angetan, deinem guten, seligen Vater und mir, mit seiner heillosen Vermischung von Dichtung und Wahrheit, von schwarzen und blauen Augen. Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen, am wenigsten für den seines Lottchens. Musst ich's dem tollen Menschen doch verweisen, dass er mich so geradehin, wie ich da leibe und lebe, für Werthers Lotte nehme. Er war impertinent genug, dich über die Unstimmigkeit damit zu trösten, dass er dich Goethes Lotte nannte. Auch das, meine ich wohl, habe ich ihm nicht durchgehen lassen, sondern es ihm mit unverhohlenem Unwillen verwiesen. Ich müsste dich nicht kennen, mein Kind, um nicht zu fühlen, dass ich nach deiner strengeren Gesinnung den Mann von Anbeginn an hätte kürzer im Zügel halten sollen. Aber sage mir, wie? Indem ich mich verleugnete? Indem ich ihn bedeutete, dass ich von mir und meinen Bewandtnissen nichts wissen wolle? Aber habe ich auch nur ein Verfügungsrecht über diese Bewandtnisse, die nun einmal der Welt gehören? Du, mein Kind, bist eine so andere Natur als ich. Lass mich hinzufügen, dass das meine Liebe zu dir um kein Quäntchen mindert. Du bist nicht das, was man leutselig nennt und was sich von Opferwilligkeit, von der Bereitschaft, sein Leben für andere hinzugeben, noch gar sehr unterscheidet. Sogar schien es mir oft, als ob ein Leben des Opfers und des Dienstes an anderen eine gewisse Herbigkeit, ja sagen wir ohne Lob und Tadel oder selbst mit mehr Lob als Tadel, eine gewisse Härte zeitigte, die die Leutseligkeit wenig befördert. Du kannst, mein Kind, an meiner Achtung vor deinem Charakter so wenig als an meiner Liebe zweifeln. Seit 10 Jahren bist du im Elsass der gute Engel deines armen, lieben Bruders Karl, der seine junge Frau und ein Bein verlor. Ein Unglück kommt selten allein. Was wäre er ohne dich, mein armer, heimgesuchter Junge? Du bist ihm Pflegerin, Helferin, Hausfrau und Waisenmutter den Kindern. Dein Leben ist Arbeit und selbstloser Liebesdienst. Wie hätte nicht sollen ein Zug von Ernst sich darin eingraben, der müßiger Fühlsamkeit widersteht, bei sich und bei anderen? Du hältst von Echtheit mehr als von Interessantheit. Wie tust du recht daran? Die Beziehungen zur großen Welt der Leidenschaften und des schönen Geistes, die unser Teil geworden sind? Unser? Ich unterhalte solche Beziehungen nicht. Mein Kind, die werden uns bleiben und unserem Namen anhaften bis ins 3. und 4. Glied, ob's uns nun lieb ist oder leid. Und wenn warmherzige Menschen uns anliegen um ihretwillen, Begeisterte oder auch nur Neugierige, denn wo ist da die Grenze zu ziehen? Haben wir ein Recht, mit uns zu geizen und die inständigen Schnöde zurückzustoßen? Sieh,
Hier ist der Unterschied zwischen unseren Naturen. Auch mein Leben war ernst, und an Verzicht hat's ihm nicht ganz gefehlt. Ich war deinem teuren, unvergesslichen Vater, glaube ich, eine gute Frau. Ich habe ihm 11 Kinder geboren und 9 aufgezogen zu ehrbaren Menschen, denn 2 musste ich hingeben. Auch ich habe Opfer gebracht in Tun und Leiden, aber die Leutseligkeit oder die Gutmütigkeit, wie du es tadelnd nennen magst, hat mir das nicht verkümmert. Des Lebens Härte hat mich nicht hart gemacht, und so einem Macher den Rücken zuzudrehen und ihm zu sagen, Narr, lasse mich in Ruhe, ich bring's nun einmal nicht über mich. Du sprichst genau, erwiderte Lotte, die jüngere liebe Mama, als hätte ich dir einen Vorwurf gemacht und mich unkindlich vor dir überhoben. Ich habe ja gar den Mund nicht aufgetan. Ich ärgere mich, wenn die Leute deine Güte und Geduld auf so harte Proben stellen, wie die eben bestandene, und dich erschöpfen mit ihrer Aufregung. Willst du mir den Ärger verargen? Dies Kleid hier, sagt sie, und hielt eine eben dem Gepäck der Mutter entnommene Robe, weiß, mit Schleifen, mit blassroten Schleifen geziert in die Höhe, sollte man es nicht doch ein wenig aufplätten, bevor du es etwa anlegst, es ist arg zerdrückt. Die Hofrätin errötete, was sie gut und rührend kleidete. Es verjüngte sie merkwürdigerweise, veränderte ihr Gesicht ins lieblich Jungmädchenhafte. Man glaubte auf einmal zu erkennen, wie es mit 20 Jahren ausgesehen hatte, die zart blickenden blauen Augen unter den ebenmäßig gewölbten Brauen, das fein gebogene Näschen, der angenehme kleine Mund, gewannen in dem Lichte der rosigen Tönung dieses Errötens für einige Sekunden den reizenden Sinn zurück, den sie einst besessen. Des Amtmannes wackeres Töchterchen, die Mutter seiner Kleinen, die Ballfee von Volpertshausen, trat unter diesem Altdamenerröten überraschend noch einmal hervor. Da Madame Kästner ihren schwarzen Umhang abgelegt hatte, stand sie in einem Kleide da, ebenso weiß wie das freilich gesellschaftlichere, was man ihr vorzeigte. Sie trug bei wärmerer Jahreszeit, und die Witterung war noch sommerlich, aus eigentümlicher Liebhaberei stets weiße Kleider, dasjenige aber in der Hand der Tochter wies blassrote Schleifen auf. Unwillkürlich hatten beide sich abgewandt, die Ältere, wie es schien, von dem Kleide, die Junge von dem Erröten der Mutter, das ihr um seiner Holdheit und seiner verjüngenden Wirkung willen peinlich war. »Nicht doch«, antwortete die Hofrätin auf den Vorschlag Charlottens, »machen wir keine Umstände. Diese Art Crêpe hängt sich im Schranke rasch wieder zurecht, und wer weiß denn auch, ob ich überhaupt dazu komme, das Fähnchen zu tragen.« »Warum solltest du nicht?« sagte die Tochter, »und wozu sonst hättest du es mitgebracht? Aber eben weil du es gewiss bei einer und der anderen Gelegenheit anlegen wirst, lass mich, liebe Mama, auf meine bescheidene Frage zurückkommen, ob du dich nicht doch noch entschließen solltest, die ein wenig lichten Brust- und Ärmelschleifen durch etwas dunklere, sagen wir, solche in schönem Lila zu ersetzen. Es wäre so rasch getan.« »Ach, höre doch auf, Lottchen«, versetzte die Hofrätin mit einiger Ungeduld, »du verstehst mein Kind auch gar keinen Spaß. Ich möchte wissen, warum du mir durchaus den kleinen sinnigen Scherz, die zarte Anspielung und Aufmerksamkeit verwehren willst, die ich mir ausgedacht habe. Lass dir sagen, dass ich tatsächlich wenig Menschen kenne, die des Sinnes für Humor so sehr entbehren wie du.« »Man sollte bei niemandem«, erwiderte die Tochter, »den man nicht kennt oder nicht mehr kennt, diesen Sinn ohne weiteres voraussetzen.« Charlotte die Ältere wollte noch etwas zurückgeben, aber ihr Gespräch wurde durch die Rückkunft Klärchens unterbrochen, die heißes Wasser brachte und munter berichtete, die Jungfer der Frau Gräfin Larestrom sei gar kein uneben Ding, mit der sie sich wohl stellen wolle, und außerdem habe der komische Herr Macher ihr fest versprochen, dass sie den Bibliothekar Fulpius, welcher den herrlichen Rinaldo verfasst habe und der übrigens ein Schwager des Herrn von Goethe sei, unbedingt zu sehen bekommen solle. Wenn er zu Amte gehe, wolle er ihn ihr zeigen, und sogar sein Söhnchen, das nach dem Helden des berühmten Romans Rinaldo heiße, werde sie auf dem Schulwege beobachten können. »Alles gut«, sagte die Hofrätin, »aber es ist hoch an der Zeit, dass ihr beide euch nun, du Lottchen, in Klärchens Begleitung nach der Esplanade zu Tante Amalie aufmacht, ihr unsere Ankunft zu melden. Sie ist sich ihrer wohl auch noch gar nicht vermutend und erwartet sie erst für den Nachmittag oder Abend, weil sie annimmt, wir hätten uns in Gotha bei Liebenaus verweilt, da wir den Aufenthalt für diesmal doch übersprangen. Geh, Kind,
Lass Klärchen den Weg erfragen, küsse mir im Voraus die liebe Tante und freunde dich unterdessen schon mit den Cousinen an. Ich, alte Frau, muss mich nun unbedingt erst einmal eine Stunde oder zwei aufs Bett legen und folge euch, sobald ich mich etwas erquickt. Sie küsste die Tochter wie zur Versöhnung, bedankte mit einem Winken den Abschnittsknicks des Zöfchens und sah sich allein. Auf dem Spiegeltisch gab es Tinte und Federn. Sie setzte sich, nahm ein Blättchen, tauchte ein und schrieb mit eilender Hand und leicht zitterndem Kopfe die vorbereiteten Worte: Verehrter Freund, zu Besuch meiner Schwester mit meiner Tochter Charlotte, auf einige Tage in ihrer Stadt, ist es mein Wunsch, Ihnen mein Kind zuzuführen, wie es mich denn auch freuen würde, wieder in ein Antlitz zu blicken, das, während wir beide an jeder nach seinem Maße das Leben bestanden, der Welt so bedeutend geworden ist. Weimar Hotel zum Elefanten, den 22. September 16. Charlotte Kästner, geborene Buff. Sie gab Streusand, ließ ablaufen, faltete das Blatt, indem sie geschickt die gefalzten Enden ineinander schob und schrieb die Adresse. Dann zog sie die Klingel.